Ihr wollt euch auch jetzt eine VR-Brille kaufen und ihr fragt euch, welche soll es denn werden? Die brandneue Pimax Crystal Light wegen dem unglaublich tollen Bild, wovon alle schwärmen? Oder vielleicht doch die Meta Quest 3, weil die kabellos ist und einfach so viele Sachen machen kann? Ja, genau darum geht's in diesem Video. Und ich kann schon mal das Wichtigste vorwegnehmen. Meiner Meinung nach sollte wirklich jeder die Quest 3 haben. Die ist so gut, kann so viele Dinge fantastisch machen. Ist eine meiner Lieblingsbrillen, die es momentan gibt. Also wenn ihr neu in die VR einsteigt, würde ich sagen, ja, holt euch mal lieber die Quest 3. Aber gut, es gibt auch Fälle, wo ich sagen würde, okay, holt euch vielleicht doch sofort die Pimax Crystal Light. Und genau darüber sprechen wir in diesem Video. Also bleibt dran, schaut das ganze Video und genau damit geht's jetzt los. Ich freue mich, dass ihr hier wieder bei MRTV am Start seid. Und ja, mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Also abonniert diesen Kanal hier und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Hier gibt es unabhängige Reviews zu VR-Headsets, denen ihr vertrauen könnt. Also abonnieren. Lasst uns erstmal über die Unterschiede der beiden Brillen sprechen. Also, die Meta Quest 3 ist ein sogenanntes Standalone-Gerät. Das heißt, ihr braucht keinen Gaming-PC, um hier in die virtuelle Realität einzutauchen. Ja, alles, was ihr braucht, ist schon im Paket enthalten. Und ja, das ist richtig gut. Die Spiele gibt es im Meta Quest Games Store und da gibt es richtig viele Spiele. Wenn ihr aber einen Gaming-PC habt, um zum Beispiel Half-Life Alyx zu spielen und so weiter und so fort, dann geht das auch und zwar kabellos. Dieses Gerät ist kabellos. Alles ist hier drin. Das ist schon ziemlich faszinierend. Die Crystal Light ist ein PC-VR-Headset. Da braucht ihr also einen Gaming-PC und zwar einen wirklich guten. Ja? Also 4080, 4090 braucht man schon als Grafikkarte, wenn man richtig toll das ausnutzen möchte und da Microsoft Flight Simulator richtig schön spielen möchte. Aber wenn es einem jetzt nur um Half-Life Alyx geht oder andere Spiele, andere PC-VR-Spiele, ja, Skyrim und so weiter und so fort, dann geht auch 3080, 3090 und so weiter. Ja, aber ihr braucht schon einen guten Gaming-PC. Dann, das hier ist nicht kabellos. Das Kabel habe ich jetzt hier gerade nicht dran, aber es hat normalerweise ein 5-Meter-Kabel, welches dann direkt über DisplayPort in euren Rechner geht. Und ja, das ist ein großer Unterschied. Dafür ist das Bild halt besser, ne? Aber dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Das sind erstmal so die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Brillen. Dann kommen wir zum Preis. Die Meta Quest 3 gibt es in zwei Versionen. Einmal 128 GB Speicherplatz und einmal 512 GB Speicherplatz. 128 kostet 549 Euro und größere 512 GB Version kostet 649 Euro. Ich würde euch zur größeren Version raten, denn wenn ihr doch mal mehrere Spiele gleichzeitig auf dem Gerät haben wollt, dann ist das erstmal praktischer. Und ich habe zum Beispiel immer ein paar Spiele, auf die ich immer wieder gerne zurückkomme. Und dann ist es schön, dass ich einfach mehr Speicherplatz habe. Wenn ihr schon wisst, okay, ich spiele nur ein, zwei Spiele immer, dann ist auch die kleinere Version okay. Aber ich würde sagen, holt euch lieber die große. Das lohnt sich auf lange Sicht auf jeden Fall. Bei der Pimax Crystal Light ist es so, die kommt auch in verschiedenen Versionen daher. Da geht es aber nicht um den Speicherplatz, sondern da geht es um die Displays. Da gibt es einmal die Version ohne Local Dimming. Da sehen die Schwarzwerte dann so aus wie in der Quest, also okay bis gräulich. Oder mit Local Dimming und dann sehen die Schwarzwerte richtig gut aus. Also ich kann euch zur Version mit Local Dimming raten. Da geht es bei $799 los. Dazu muss aber noch die deutsche Mehrwertsteuer berechnet werden, ja, also nochmal 19% drauf und ja, dann habt ihr die Version hier mit Local Dimming, aber dann auch ohne Controller. Die Version mit Controllern und Local Dimming kostet $899 und das ist die Version, zu der ich euch rate und dann, ja, dann kommt ihr schon so um die 1000 Euro bei raus. Ja, schon definitiv ein bisschen teurer, aber gut, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein gutes Headstrap dabei. Das fehlt nämlich bei der Quest. Da gibt es hier dieses Stoffteil hier. Das ist aber sehr vorderlastig. Da werden sich die allermeisten von euch sowieso dann noch ein besseres Headstrap kaufen. Dann noch irgendwie eine Akkulösung, damit man länger als 2 Stunden spielen kann.
Und dann hat man hier auch nochmal locker 150 Euro drauf. Also so unterschiedlich sind die Preise gar nicht. Ja, aber gut, dafür kann die Quest einfach noch ein bisschen mehr. Und Preis-Leistungssieger ist auf jeden Fall die Quest 3. Von der Crystal Light gibt es übrigens auch noch eine Lighthouse-Version. Also normalerweise kommt die zu euch mit Inside-Out-Tracking. Das heißt, ihr braucht keine Basisstation. Genau hier wie bei der Quest 3. Aber wenn ihr schon diese Basisstation zu Hause habt, dann könnt ihr euch auch die Lighthouse-Variante kaufen. Auch $899 mit Lighthouse-Faceplate, aber ohne Controller. Aber die habt ihr dann schon wahrscheinlich sowieso zu Hause. Ja, und dann kommen wir zum Bild. Natürlich sehr wichtig für VR-Fans. Wie gut ist das Bild? Und da hat ganz klar die Pimax Crystal Light die Nase vorne. Erstmal haben wir eine höhere Auflösung. Wir haben hier 2880 mal 2880 Pixel pro Auge. Und das steht gegenüber, muss man kurz ablesen, 2064 mal 2208 Pixeln pro Auge. Also einfach höhere Auflösung und dementsprechend sehen auch die Inhalte schärfer aus hier bei der Pimax Crystal Light. Aber es ist nicht nur die Auflösung, es ist auch das Panel, die Panel-Technologie. Hier haben wir QLED und Mini-LED für Local Dimming und hier haben wir einfach nur LCD. Das heißt, hier sehen die Farben einfach nochmal farbenfroher aus und die Schwarzwerte bei dieser Local Dimming-Version sind einfach besser. Das heißt, wenn ihr irgendwie in einem Weltraumspiel euch das Schwarz des Weltraums anschaut, hat man hier wirklich richtig gute Schwarzwerte. Und hier bei der Quest 3 ist das eher so, ja, gräulich. Ja, also definitiv, das ist hier viel besser bei der Pimax Crystal Light. Was bei der Pimax Crystal Light auch besser ist als bei der Quest 3, ist der sogenannte Binocular Overlap. Ja, wenn ihr diesen Kanal schaut, dann wisst ihr, dass das für mich sehr wichtig ist. Und das ist die Stereoüberlappung, die beide Augen sehen. Also der Bereich, den würde ich beide Augen gleichzeitig sehen, um einen guten 3D-Effekt zu haben. Im normalen Leben haben wir einen wirklich sehr guten Stereo-Overlap für eure beiden Augen, aber bei VR-Brillen ist das nicht immer der Fall. Und ja, bei der Crystal Light haben wir einen größeren Overlap als bei der Quest 3. Und dementsprechend finde ich das Sehen in der Crystal Light angenehmer und immersiver, eben wegen diesem besseren Overlap und dem besseren 3D-Effekt. Hier ist das auch noch okay. Also, das ist in Ordnung, aber nicht ganz so gut. Immersion ist hier für mich in der Crystal Light deswegen besser. Vom Field of View, dem Sichtbereich, den ihr seht, nehmen die sich beide nicht so viel. Ja, also hier hat man vielleicht so 102 Grad horizontal und auch vertikal und ja, hier vielleicht ein bisschen mehr, bisschen ein Stückchen mehr. Aber der größere FOV wird eben erkauft durch diesen schlechteren Stereo-Overlap. Ja, insofern, ja, im Großen und Ganzen, das Bild ist einfach bei der Crystal Light besser. Dann kommen wir mal zum Komfort. Wie bequem sind denn hier diese Headsets? Und ja, also meiner Meinung nach, out of the box, ist die Pimax Crystal Light bequemer zu tragen. Denn die kommt eben mit diesem schönen Headstrap hier, ne? Und bei der Quest 3, die kommt eben so mit diesem Softstrap. Und das ist einfach nicht so gut hier wie dieses schön ausbalancierte Headstrap von der Crystal Light. Und ich hatte euch ja schon in meinem Crystal Light Review gesagt, dass das fühlt sich an hier wie so eine so wie so ein Sofa für den Kopf. Ja, einfach sehr schön gepolstert und sehr schön ausbalanciert. Und die Crystal Light wiegt so um die 900 Gramm. Und da sie eben so ausbalanciert ist, ist das sehr schön. Bei der Quest 3 ist es so, die wiegt so um die 550 Gramm mit diesem Softstrap, ist aber leider halt vorderlastig, ne, weil es eben nicht diese Ausbalanciertheit gibt. Und das ist zwar auch in Ordnung, und besonders wenn man vielleicht im Bett liegt oder sich anlehnt, ist das gar nicht schlecht, dieses Softstrap. Aber die meisten von euch für echtes Gaming werden sich dann ein anderes Headstrap kaufen, habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Und dann ist das auch super schön, bequem und macht auch Spaß, aber dann wiegt es auch ungefähr gleich, ne? Wenn man dann auch noch irgendwie eine andere Batterielösung wählt, da kommt man dann auch so auf 900 Gramm. Ja, also dementsprechend muss man hier noch viel aufrüsten. Hier ist es schon out of the box sehr bequem.
Dann kommen wir mal zum Audio. Also hier bei der Quest ist das Audio hier eingebaut. Ja, genau hier. Und das ist auch gut. Also ich finde schon, man kann damit leben und man braucht nicht unbedingt noch eine Third-Party-Lösung. Das ist in Ordnung. Bei der Pimax Crystal Light, bei dieser Version hier, gibt es zwei Versionen. Einmal die Version, die in der Box drin ist. Die habe ich hier nicht. Und wenn man möchte, kann man sich noch diese D-Maß-Lautsprecher dazu kaufen als Add-on. Und dazu würde ich definitiv raten, denn diese hier sind wirklich gut. Also das sind so Over-Ear-Kopfhörer, die schweben über dem Ohr und haben wirklich einen guten Bass auch und sind sehr vergleichbar mit den Kopfhörern, mit den Lautsprechern der Valve Index und der Reverb G2. Also hier im direkten Vergleich sind sie definitiv besser. Wie gesagt, muss man extra noch dazu kaufen. Wenn man sie nicht dazu kauft, dann hat man so eine ähnliche Lösung wie hier bei der Quest 3. Die konnte ich leider noch nicht testen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Mir wurde aber gesagt, dass es dann sehr ähnlich ist mit dem Audio. Also holt euch lieber hier die D-Maß noch dazu. Dann kommen wir jetzt zu Tracking und Controllern. Erstmal zum Tracking. Beide Headsets tracken sich Inside-Out, das heißt mit Kameras, die hier eingebaut sind. Das heißt, ihr braucht keine Basisstation. Hier haben wir auch Kameras jeweils in den Ecken. Und das funktioniert bei beiden Headsets gut. Im direkten Vergleich würde ich sagen, bei der Quest 3 noch ein bisschen besser. Die Crystal Light braucht noch ein bisschen mehr Licht, um gut zu funktionieren. Das heißt, bei Dämmerlicht ist es hier schnell zu Ende. Hier geht es noch weiter und ja, das ist gut. Aber man könnte sich auch einen Infrarotblaster kaufen und dann gibt es hier auch keine Probleme mehr für 20 Euro oder sowas. Ja, also das kann ich auch mal unten verlinken. Das ist ein gutes Zubehör. Aber bei beiden Headsets funktioniert das Tracking erst einmal wirklich gut. Dann zu den Controllern. Schwarz hier, das sind die Controller der Pimax Crystal und hier in weiß die Controller der Quest. Was natürlich sofort auffällt, wir haben hier noch so einen Tracking-Ring bei der Crystal Light und bei der Quest 3 haben wir das nicht mehr. Auch von der Verarbeitung gefällt mir das hier bei der Quest 3 besser, aber die sind beide wirklich in Ordnung. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ihr müsst jetzt die Quest 3 kaufen, weil die Controller besser sind. Nein, die Controller hier von der Crystal Light funktionieren auch gut und wir haben genau dieselbe Buttonbelegung, ja, Trigger, Grip, zwei Buttons, Thumbstick und Menütaste. Hier bei der Pimax haben wir sogar zwei Menütasten, aber das ist auch eigentlich egal. Großer Unterschied ist noch hier bei der Quest, das Ganze funktioniert mit einer AA-Batterie und hier bei der Crystal Light ist es ein USB-C-Port, das heißt, man lädt die auf. Ich persönlich mag es lieber mit Batterie. Ja, wenn die alle ist, und die sind sehr selten alle, dann kann man die einfach wechseln und fertig. Und hier, ja, muss man es halt aufladen. Ja, geht auch, aber ich mag das hier lieber. Also im Großen und Ganzen gefallen mir die Quest 3 Controller besser. Aber die Crystal Light Controller, die funktionieren auch wirklich gut. Und auch, was das Tracking anbelangt, bei beiden ist das Tracking gut und ich muss echt sagen, bei der Crystal hat sich das Tracking sehr verbessert. Am Anfang war es nicht so gut, inzwischen ist das richtig gut und jetzt auch bei der Crystal Light ist es wirklich gut, man kann alles damit spielen. Trotzdem würde ich immer noch sagen, dass das Tracking der Quest 3 immer noch einen Tacken besser ist, ja, also im direkten AB-Vergleich, aber Entwarnung, mit der Crystal Light könnt ihr auch alles wirklich gut spielen. Dann kommen wir mal zur Spielebibliothek. Natürlich sehr wichtig und ja, bei der Quest 3 habt ihr eben den Vorteil, dass ihr auf die Meta Quest Standalone Spielebibliothek zugreifen könnt. Und da gibt es eben so Knaller wie Asgard's Wrath 2, schon umsonst dabei. Das hat sich gereimt. Und auch ja, Assassin's Creed und noch viele andere tolle Titel, die es eben in Standalone gibt. Aber hier dann für PCVR gibt es sie dann vielleicht nicht. Definitiv ist die Quest 3 hier total im Vorteil. Und hier für die Crystal gilt, hier geht es um SteamVR, PCVR-Spiele. Gibt es auch richtig viele Spiele. Und da gibt es eben Spiele wie Half-Life Alyx
oder wie Microsoft Flight Simulator, die ihr dann ohne Gaming-PC hier auf der Quest 3 nicht spielen könnt. Aber wenn ihr auch einen Gaming-PC habt, könnt ihr auch mit der Quest 3 sehr gut diese Spiele spielen. Ja, also das ist schon mal sehr interessant. Aber im direkten Vergleich kann man eben diese PC-VR-Spiele besser spielen und sie sehen einfach besser aus hier auf der Crystal Light. Nicht nur wegen den Displays und so, sondern vor allen Dingen auch, weil man eben hier per Kabel an den Gaming-PC angebunden ist und das Bild nativ hier zu dem Bildschirm kommt. Bei der Quest 3 wird das Bild erstmal komprimiert, dann über den Ether geschickt und dann dekomprimiert und man sieht dann Kompressionsartefakte, Color Banding und sowas und das sieht man hier eben nicht und die Latenz ist hier bei der direkten Verbindung auch geringer als hier, denn Komprimierung und so, das nimmt eben auch etwas Zeit in Anspruch. Deswegen für PC-VR-Spieler, wenn es euch nur um PC-VR geht, ist die Crystal Light definitiv einfach besser. Ja, lasst mich zum Fazit kommen. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, meiner Meinung nach sollte wirklich jeder die Quest 3 haben. Das ist so ein tolles Gerät. Man kann so viele tolle Sachen machen. Die ganzen Meta-Quest-Spiele kann man hier spielen, die es eben dann hier nicht gibt. Es ist kabellos, man kann es überall mitnehmen. Man braucht keinen Gaming-PC. Also, eure erste VR-Brille, meiner Meinung nach, sollte die Quest 3 sein und nicht die Crystal Light. Aber die Crystal Light ist eben auch toll. Und meiner Meinung nach ist das eben so der nächste Schritt. Wenn ihr schon durch die Quest 3 oder vielleicht auch durch die Quest 2 angefixt wurdet für VR, ja, wenn ihr schon Microsoft Flight Simulator gespielt habt hiermit, aber ihr wollt noch ein bisschen mehr, ihr wollt eben das beste Bild, was es momentan in VR gibt, dann könnt ihr upgraden zur Crystal Light. Das ist meiner Meinung nach das, was man tun sollte. Wer sollte sich vielleicht sofort die Crystal Light kaufen? Ja, wenn ihr schon wisst, okay, ich möchte in VR einsteigen und mich interessieren diese Standalone-Spiele nicht. Ihr habt einen starken Gaming-PC und ihr wisst schon, okay, bei mir geht es hier jetzt wirklich um Microsoft Flight Simulator, es geht um iRacing, es geht um diese ganzen Spiele, ja, dann könnt ihr auch gerne sofort die Crystal Light euch kaufen. Ihr werdet sehr viel Spaß damit haben und es wird eure Simulator-Erfahrung sowas von steigern im Vergleich zu Bildschirmen. Das ist einfach nur fantastisch. Auch könnt ihr euch natürlich die Crystal Light kaufen, wenn ihr jetzt schon die Reverb G2 habt oder die Valve Index und so weiter und so fort. Aber hier ging es ja um den Vergleich mit der Quest 3. Also beides tolle Headsets. Hier eher so das Upgrade und hier so Essential. Also jeder sollte die Quest 3 haben. Ich hoffe, euch konnte dieses Video helfen. Wie immer, wenn ich euch bei eurer Kaufentscheidung helfen konnte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eines von den beiden Geräten oder irgendein anderes Gerät über die MRTV Affiliate Links kauft, immer unten unter dem Video. Das kostet euch keinen Cent mehr, aber ihr sorgt dafür, dass es auch in Zukunft unabhängige Vergleichsvideos genau wie dieses hier gibt und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. So, jetzt würde ich gerne von euch wissen, habt ihr schon die Quest 3? Wenn ja, wie gefällt sie euch? Und für alle von euch, die die Crystal Light wählen, habt ihr auch schon die Quest 3 und gradet ihr ab oder wie sieht's aus? Schreibt mal bitte eure Entscheidungsfindung unten in den Kommentarbereich rein. Vielleicht kann das ja anderen Leuten auch helfen. Jo, und wenn ihr noch mehr mit mir und der Community über diese Headsets sprechen wollt, dann kommt auf den MRTV Discord Server, der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. So, das war's jetzt aber. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.